Hi, was Schaltungen anbetrifft, hatten wir jetzt schon die Ausschaltung, Wechselschaltung, Serienschaltung, Kreuzschaltung, Treppenhausschaltung, Stromstoßschaltung und so weiter. Wird Zeit für ein bisschen was Anspruchsvolleres. In dem Video soll es nämlich darum gehen, eine Doppelwechselschaltung zu installieren. Das ist quasi nicht nur ein Serienschalter mit zwei Wippen, sondern zwei Stück, da wir ja von hier aus eine Lampe, hier aus eine andere Lampe, von hier aus die eine und von hier aus die andere Lampe. Sprich, an der Decke beispielsweise zwei Lampen haben und von zwei Schalterstellungen aus beide Lampen mit nur einem Rahmen schalten zu können. Probieren wir es aus. Ha, wird wieder Zeit, die Spannung freizuschalten. Dann machen wir doch das Ganze einfach. Der Unterschied zum normalen Serienschalter, also das ist jetzt ein normaler Serienschalter, der hat hier oben L, hier wird die eine Lampe eingeschalten, hier die andere Lampe. Die eine Lampe über den Schalter, die andere über den Schalter. Der Unterschied jetzt zum Doppelwechselschalter ist einfach, hier haben wir natürlich auch zwei Wippen, bloß dass die linke Wippe ein Wechselschalter und die rechte Wippe auch ein Wechselschalter ist. Und davon braucht man eben zwei Schalter, sonst bringt das Ganze nämlich gar nichts. Und dementsprechend haben wir hier oben die Klemmanschlüsse. Also ihr müsst euch das so vorstellen, hier sind immer zwei Löcher, aber die sind gebrückt. Die beiden sind gebrückt und die beiden sind auch gebrückt. Unten die beiden links sind gebrückt, die in der Mitte sind beide gebrückt, die hier rechts sind beide jeweils gebrückt. Und dann haben wir halt, was die Klemmen betreffen, na, der muss man eben kurz scharf stellen. Hier haben wir L1, hier haben wir L2. Hier die beiden korrespondierenden und hier die anderen beiden korrespondierenden jeweils. Und da gehen wir auch mit der Zuleitung auf L2 beispielsweise, mit dem Lampendraht auf L1. Je nachdem, dass wir die bei beiden Schaltern vertauschen, würde er auch quasi die Lampen unterschiedlich ansteuern. Sprich, wenn ihr feststellt, oh, über den wollte ich eigentlich die andere Lampe schalten, dann muss man einfach L1 mit L2 vertauschen und dann passt die ganze Geschichte wieder. Ja, ich habe nicht umsonst gesagt, dass es ein bisschen anspruchsvoller wird. Also hier haben wir die Lampe 1, die wir schalten möchten. Und hier haben wir die Lampe 2, die wir schalten möchten. Hier ist der Lampendraht. Das ist quasi der Draht von der Lampe hier. Hier haben wir eine korrespondierende. Da sieht man auch schon, wo die hingeht. Von dem Schalter zu dem Schalter, fünfadrig. Hier haben wir eine korrespondierende. Die ist auch fünfadrig. Von hier nach da. Dann haben wir hier die Zuleitung 230 Volt und das ist der Lampendraht, dementsprechend dann für die Lampe. So sieht die ganze Geschichte von hinten aus. Hier haben wir einmal den Lampendraht, der in dem Schalter geht, der Lampendraht zum anderen Schalter. Hier haben wir die Zuleitung, wo die 230 Volt aus der Unterverteilung herkommt. Hier eine korrespondierende Ader von Schalter 1 zu Schalter 2, hier eine korrespondierende 5-adrige Leitung von Schalter 1 zu Schalter 2. Und wir nutzen auch eine 5-adrige, um den Strom quasi über den braunen Draht in die andere Dose rüber zu bekommen. Fangen wir mal mit dem ersten Schalter hier an. Da, um erstmal ein bisschen Übersichtlichkeit zu bekommen, verbinden wir alle Schutzleiter und Neutralleiter jeweils miteinander. Dazu benötigen wir jetzt eine 4er-Vago-Verbindungsklemme. Können auch eine 5er nehmen, gar kein Problem. So, dann haben wir hier den Lampendraht weiterhin, hier die 230 Volt von der Zuleitung. Das ist die korrespondierende von hier oben und das ist die korrespondierende, die hier nach unten zum zweiten Schalter geht. Von der oberen hier, in dem Fall brauche ich den braunen nicht. Ich werde mir die 230 Volt auf den braunen von der unteren 5-adrigen rüberbrücken zum zweiten Schalter. Deswegen kann ich hier eine leere Vago-Verbindungsklemme drauf machen. Und die Leitung nach hinten in die Dose reinlegen. Jetzt hier wegen der Bezeichnung, wenn ich sagen werde, wo ich es anschließen werde. Bei den korrespondierenden, das ist schwarz und grau, das ist egal, die können wir vertauschen, wie wir Lust haben. Wir müssen nur darauf achten, dass wir auf zwei von der einen Leitung die drauf machen und auf eins von der anderen korrespondierenden Leitung, die wir da drin haben, jeweils schwarz und grau drauf machen, damit die sich nicht so vertauschen. Aber an sich sage ich L1, L2, korrespondierend 1, korrespondierend 2, dann wisst ihr Bescheid.
Also mit dem Braun von der Unterverteilung, hier wo die 230 Volt herkommen, da gehe ich auf den Schalter auf L2 drauf, der befindet sich hier unten rechts. Die 230 Volt will ich ja über die untere korrespondierende weiter zum anderen Schalter brücken, deswegen gehe ich hier daneben auf die gleiche Klemme mit dem einmal drauf. Die sind beide drin. Mit dem Lampendraht gehe ich auf L1, der befindet sich hier diagonal von L2. Und dann gehe ich einfach mit den korrespondierenden, hier grau, mit den oberen auf 2 in dem Fall. Und mit dem schwarzen auch auf korrespondierend 2. Und mit den unteren korrespondierenden gehe ich auf korrespondierend 1. Und mit dem auf korrespondierend 1, aber der andere Schaltkontakt. Und dann haben wir das soweit erstmal fertig. Ich denke, man kann auch ganz gut erkennen. So, ich probiere schon mal das Ganze hier rein zu quetschen und damit die Dose halt verbaut ist, festzuschrauben. Bei der Schalterdose 2 fast das gleiche Spiel am Anfang hier jetzt. Schutzleiter haben wir 3 Stück, die packen wir alle auf eine Vakuumverbindungsklemme. Dann nehmen wir uns noch eine, packen den Neutralleiter da drauf. Hier der ist sowieso leer, der braune von oben korrespondierend. So, dann haben wir hier einen Lampendraht, hier die obere korrespondierende und hier die untere korrespondierende. Und hier haben wir auch die 230 Volt drauf, die wir hier rüber gebrückt haben. Hier jetzt quasi umgekehrt als hier, sprich die 230 Volt, die kommen hier auf L1, das haben wir in dem Fall hier oben rechts. Dann kommt gegenüberliegend auf L2 der Lampendraht, der hier direkt zur oberen Lampe geht. Korrespondierend oben machen wir wieder hier auf 2. Einer kommt hier drauf, einer hier. Und für unten auch die korrespondierenden von unten auf 1. Einmal hier in der Mitte. Und einen ganz außen. Dann kriege ich das gedreht. So, hier L1 230 Volt, L2 der Lampendraht, korrespondierend die beiden oberen hier auf die 2 und die beiden korrespondierenden hier auf die 1. Und das verbauen wir jetzt auch einfach. So, dann schalten wir hier mal ein und spielen die ganze Geschichte einmal durch. Also mit der linken Wippe kann ich die linke Lampe ein- und ausschalten, mit der rechten Wippe die rechte Lampe ein- und ausschalten. Das gleiche auch von der anderen Position, hier links, an, aus, rechts, an, aus. Dann komme ich beispielsweise in den Raum rein, mache die Lampe an, gehe aus dem Raum raus, mit dem anderen Schalter mache das Licht aus, komme wieder zurück, mach das Licht hier an, mach das Licht hier aus. Ich mach hier beide an, ich mach hier beide aus. Ja, und so kann man rumspielen und beide Lampen separat von 2 Schaltstellungen durch einen Schalter jeweils an der Wand ein- und ausschalten. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Macht's gut, tschüss.